Ich möchte uns auch ein kurzes Wort lesen in Markus Kapitel 10, 5 Verse. Hier Markus Kapitel 10, Abvers 23. Und Jesus sah sich und sprach zu seinen Jüngern: Wie schwerlich werden die Reichen in das Reich Gottes kommen. Die Jünger aber entsetzten sich über seine Rede. Aber Jesus antwortete wieder und sprach zu ihnen: Liebe Kinder, wie schwer ist es, dass die so ihr Vertrauen auf das Reichtum setzen, in das Reich Gottes kommen. Es ist leichter, dass ein Kamel durch das Nadelohr gehe, denn dass ein Reicher in das Reich Gottes kommen. Sie entsetzten sich aber noch viel mehr und sprachen untereinander: Wer kann denn selig werden? Jesus aber sah sie an und sprach: Bei den Menschen ist es unmöglich, aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Lieben, wir sehen hier aus diesem Wort, Lieben, und ich möchte mit der Hilfe Gottes über dieses Wort sprechen: Wer kann selig werden? Weißt du, ich denke, mit diesem Wort haben wir uns schon mancher beschäftigt. Manchen wurde die Frage gestellt: Wer kann denn selig werden? Weißt du, und immer wieder umhört man diese Frage, wenn man so über diesen Ernst Gottes spricht, wenn man so hier liest, wie Gott so genau alles nimmt, dann entsteht oft diese Frage: Wer kann denn selig werden? Und weißt du, und Jesus gibt hier so klar diese Antwort uns und sagte: Bei den Menschen ist es unmöglich. Aber bei Gott sind alle Dinge möglich. Ihr Lieben, bei Gott ist alles möglich. Und darum, ihr Lieben, diese Frage, wisst ihr, in der Bibel, wir finden diese Frage so häufig. Diese Frage und Antworten auf diese Frage sind noch häufiger. So viele Antworten finden wir in dem Wort Gottes. Doch was doch, oder wo die Antwort auf diese Frage: Wer kann denn? Wir sehen die Jünger, ihr Lieben, die entsetzten sich hier, die verwunderten sich über Jesus' Rede. Und da er noch einmal betonte und noch sagte, dass es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelohr gehe, denn ein Reicher in das Reich Gottes. Es heißt, sie entsetzten sich noch mehr. Wer kann denn selig werden? Lieben, und diese Frage möchte uns alle beschäftigen, ihr Lieben. Wer kann denn selig werden? Vielleicht die Frage gewendet und stellen: Werde ich selig? Ihr Lieben, das sollte doch diese Frage, die mich beschäftigen sollte, tagtäglich. Werde ich selig werden? Wisst ihr, und der Herr Jesus, ihr Lieben, er gibt so die Antwort überall in seinem Wort und sagte, oder wenn wir schon auch im Alten Testament lesen, da finden wir in Jesaja zum Beispiel im 45. Kapitel, da heißt es, ich glaube im 22. Vers, da finden wir, es heißt, da wendet euch zu mir, dann werdet ihr selig. Also wendet euch zu mir, dann werdet ihr selig. Und Jesus musste eins sagen: Geschwister, selig wird man nicht dann, wenn man nur zur Gemeinde, wenn man nur dieses Wort vielleicht Woche für Woche hört, vielleicht diese Gottesdienste besuchen tut. Aber ihr Lieben, um selig zu werden, geht es viel weiter und tiefer. Und Jesus musste eins betonen in der Bergpredigt und sagte: Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden in das Himmelreich kommen oder werden selig werden, nicht alle. Geschwister, so sehen wir in das Wort Gottes, nicht alle, die da rufen. Und der Herr musste eins zu dem Volk, das immer wiederum so ihm umringt hat und gesagt: Haben wir nicht mit dir auf den Gassen, hast du uns gelehrt? Haben wir nicht mit dir gegessen und getrunken? Aber die Antwort war immer wiederum: Ich kenne euch nicht. Ihr Lieben, ich kenne also nicht alle, die der Herr, sagte Jesus, werden selig werden. Aber er sagte in der Bergpredigt noch ein Vers, vielleicht zitiere ich in Matthäus 5, den 8. Vers, es heißt: Selig sind die, die reines Herzen sind, die werden Gott schauen.
Schwester, da ist schon diese erste Antwort uns gegeben. Selig sind die, die reines Herzen, die werden eins selig werden, die werden eins erleben, erben dieses Himmelreich, sie werden selig leben. Wenn wir uns wenden, noch eine Frage stellte einst das Volk den Herrn, wenn wir in Lukas im 13. Kapitel uns vielleicht noch einmal wenden, dann heißt es hier in 13. Kapitel ab Vers 22, Lukas 13 ab Vers 22, und er ging durch Städte und Märkte und lehrte und nahm seinen Weg gegen Jerusalem. Es sprach aber einer zu ihm: Herr, meinst du, dass wenig selig werden? Er aber sprach zu ihnen: Ringe danach, dass ihr durch die enge Pforte eingeht. Denn viele, sage ich euch, werden danach trachten, wie sie hineinkommen, und werden es nicht tun können. Lieben, um selig zu werden, der erste Schritt, um selig zu werden, du musst durch die enge Pforte gehen. Du musst durch die enge Pforte gehen, anders kommst du nicht oder anders wirst du nicht selig. Lieben, Jesus schildert so in Matthäus 13 dieses schöne Wort und er sagte: Geht ein durch die enge Pforte auf diesen schmalen Weg, auf diesen schmalen Weg, wo er sagt, wo so wenige darauf wandeln, und die breiten Weg, sagt er, die Pforte ist breit und viele sind, die darauf gehen. Ihr Lieben, es ist diese Pforte, durch diese Pforte, weil er sagte hier auch in dem Wort: Ringe danach, dass ihr durch diese enge Pforte eingeht oder durchgeht, weil viele werden es versuchen, aber am Ende, ihr Lieben, am Ende ist es zu spät. Wenn das Ende oder wenn du am Ziele angekommen, dann ist es zu spät durch diese enge Pforte, dann wird die Antwort, wie der Herr sagt: Ich kenne euch nicht, wo ihr her seid. Lieben, und so finden wir in dem Worte Gottes immer weiter Lieben. Und vielleicht die nächste Frage: Wie komme ich durch diese enge Pforte? Lieben, durch diese enge Pforte kommst du nur durch Jesus Christus. Nur durch Jesus Christus, ihr Lieben, nur durch ihn kommst du durch die Pforte. Und wir lesen uns noch ein Wort in Johannes Kapitel 10. Vers 9, Johannes Kapitel, die Evangelium Johannes Kapitel 10, Vers 9. Ich bin die Tür, so jemand durch mich eingeht, der wird selig werden und wird ein und aus und Weide finden. Ihr Lieben, wie ich schon sagte, Jesus Christus ist die Tür. Und er sagt: wenn jemand durch mich eingeht, der wird selig werden. Ihr Lieben, der wird eins, wenn er eingeht, durch diese Pforte, durch Jesus Christus, er öffnet die Tür zu dieser Pforte. Und wenn wir hier lesen, den ersten Vers in diesem Kapitel, es heißt: Wer nicht zu Tür hineingeht in den Schafstall, sondern steigt irgendwie anders hinein, der ist ein Dieb und ein Mörder. Lieben, so einer, der nicht durch die Tür, der nicht durch Jesus Christus eingeht, der kann nicht selig werden. Weißt du, der kann noch so viel Mühe anlegen, noch so viel Fleiß anwenden. Weißt du, ein Mensch, der kann vielleicht eine kurze Zeit vieles mitmachen, aber ihr Lieben, wenn er eins steht, wie ich schon sagte, vor den Ende und nicht durch diese Pforte, nicht durch Jesus Christus eingegangen ist, auf diesen schmalen Weg, der kann nicht, Lieben, der kann nicht selig werden. Wie Bruder schon sagte, wir feiern die nächsten Tage, erinnern wir uns, wie dieser Jesus gekommen ist in dieser Welt. Und wenn wir schon in Matthäus da lesen, im ersten Kapitel gleich, wie diese Botschaft für zu der Maria kam, und das heißt da in 21. Vers, im ersten Kapitel: Diesen Namen sollst du Jesus heißen, der wird sein Volk selig machen. Lieben, der wird sein Volk, kein anderer. Apostel Paulus, Petrus, einsteht vor dem Volk und sagte: Es ist
kein Namen unter den Himmel den Menschen gegeben, dadurch sie selig kennen werden, nur durch den Namen Jesu Christi. Ihr Lieben, das finden wir Apostelgeschichte Kapitel 4, Vers 12. Nur durch den Namen Jesu Christi kannst du eingehen, kannst du dieses oder selig werden. Und wir wünschen an jeder, ihr Lieben, dass wir doch möchten doch selig werden. Jeder von uns, der heute hier ist, der uns zuhört, jeder möchte doch und will. Ich denke, jedem sein Verlangen ist, ein selig zu werden. Aber ihr Lieben, lasst uns wirklich diesen Ernst dieser Zeit erkennen und wirklich Fleiß anwenden, um selig zu werden. Jesus einst schilderte, wenn wir es in Lukas lesen, Lukas im 19. Kapitel 10. Vers, es heißt, dass der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, das, was verloren ist. Dazu kam er, ihr Lieben, dazu kam er durch seine große Barmherzigkeit, wie wir gehört haben, um zu selig zu machen, alles, was verloren. Weißt du, das war seine Mission gewesen und er will dich und mich selig sehen, selig, ihr Lieben, sterben sehen, selig hier schon leben in dieser Zeit. Es ist doch etwas Kostbares, Leben, selig zu werden. Weißt du, um selig zu werden, es sind so manche Bedingungen, die wir als Volk Gottes erfüllen müssen. Weißt du, das Himmelreich heißt, dass es leidet Gewalt. Und wer Gewalt anwendet, der reicht es zu. Der wird einselig werden, der wirklich diese Gewalt anwendet. In Timotheus, damit wir es auch mit dem Wort Gottes so bekräftigen möchten, in Timotheus, in 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 16, hier heißt das: Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre, beharre in allen diesen Stücken, denn wo du solches tust, wirst du dich selbst selig machen und die daran, die dich hören. Ihr Lieben, wir sehen der nächste Schritt, dieses Wort Gottes. Paulus gibt dem Timotheus, ihr Lieben, eine Hinweisungen, wie er doch sollte dieses Leben, wie er doch sollte sein Amt, das ihm von Gott anvertraut ist, doch wirklich ausführen. Und er sagte, halte, hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Geschwister, auf die Lehre, die uns dieses Wort Gottes bittet, die Lehre Jesu Christum, die Lehre von Jesu, da er gekommen ist, Lieben und die Welt zu suchen, was selig ist. Er hatte gebracht diese Lehre und weißt du, und seine Botschaft war gewesen, seine erste Predigt, ihr Lieben, dass er zu dem Volk gehalten hat, tut Buße, des Himmelreich ist nah herbeigekommen. Das war die erste Botschaft Johannes, ihr Lieben, zu dem Volk. Das war die erste Botschaft Jesu zu dem Volk. Tut Buße und geht durch diese enge Pforte hinein, damit ihr einselig möchtet werden, Lieben. Und dann geht er weiter und sagte, und achte, beharre in allen diesen Stücken, beharre in dieser Lehre, beharre in diesem Worte, das ich dir anvertraut, das du, sagt auf einer Stelle, von mir gelernt hast, Lieben. Und das ist das Wort Gottes. Und weißt du, dieses Wort Gottes, Paulus konnte einst zu den Römer sagen, im 1. Kapitel, den 16. Vers, ich schäme mich des Evangeliums von Jesu Christi nicht, denn es ist eine Kraft, die das selig macht. Lieben, dieses Wort Gottes, das ist, in diesem Wort ist eine Kraft, die das selig macht, jedem, der daran glaubt. Und Jakobus sagte, nehmet auf das Wort mit Sanftmut, denn es ist mächtig, er sagt dieses Wort, oder er sagt, dieses Wort, das gepflanzt ist in euren Herzen, es kann euch selig machen. Dieses Wort, immer wiederum sehen wir, dieses Wort, es kann
selig machen, wenn du es haltest. Gott sagte einst zu Jesu, halte dieses Buch, dieses Gesetzes vor dir, Tag und Nacht, dann wird's dir gelingen, dann wirst du selig werden, Bruder und Schwester, wenn du dir haltest an diesem Worte Gottes, wenn du dir haltest an Jesum, der diesen schmalen Weg gebahnt hat, du wirst selig werden. Und wenn auch Stürme des Lebens über dich kommen werden, du wirst standhalten, weil du baust, wie wir vor kurzem gehört haben, auf diesen Eckstein. Weil dieser Eckstein, der Christus gelegt hat, lieben, wer auf ihm baut, es heißt, der wird nicht zur Schande werden. Halte dich an diesem Worte Gottes. Und Gott wird, ihr Lieben, einen jedem Hilfen beistehen. Weißt er, dass dann auch diese Frage, wenn dir einmal die Frage stellt, wer wird selig? Weißt du, diese Frage ist einfach zu beantworten, der sich hält. Und schon der Salomo musste sagen, wie wird ein Jüngling seinen Weg recht gehen, wenn er sich hält an das Gesetz des Herrn. Wenn er sich hält an diesem Wort, dann wird er unsträflich diesen Weg gehen und dann wird er auch selig werden. Weißt du, Paulus wendet sich zu Philipper Gemeinde. Philipper Kapitel 2, Vers 12 und 13. Philipper 2, Vers 12 und 13. Also, meine Liebsten, wie ihr alle Zeit seid gehorsam gewesen, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern auch vielmehr in der Abwesenheit, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist, der in euch wirkt beides, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Lieben, der nächste Schritt, hier heißt das, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Lieben, was bedeutet es, mit Furcht und Zittern schaffet eure Seligkeit? Lieben, Paulus ruft hierzu die Gemeinde und gibt so ein schönes Zeugnis dieser Gemeinde, dass sie doch wandeln. Er sagt, nicht allein gehorsam seid gewesen in meiner Gegenwart, sondern auch in meiner Abwesenheit. Und doch geht er weiter und sagt, schaffet, dass ihr selig werdet mit Furcht und Zittern. Weißt du, das Problem unserer Zeit heute, ihr Lieben, die Menschen, die haben diese Furcht Gottes verloren. Weißt du, die Menschen haben verloren diese Furcht Gottes. Und darum sehen wir, ihr Lieben, was heute sich tut draußen überall, dass diese Furcht Gottes gewichen ist von den Herzen der Menschen. Und Gott musste schon zu alten Zeiten, sie lassen sich nicht mehr führen und leiten und strafen von meinem Geist. Lieben, wenn diese Furcht Gottes verloren geht in deinem und in meinem Leben, Lieben, dann kannst du nicht selig werden. Dann wirst du es nicht schaffen, sondern diese Furcht Gottes, ihr Lieben, wir müssen uns nicht fürchten. Gott ist ein liebevoller Gott. Ihr Lieben, er ist liebevoll zu einem jeden Menschen. Also hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt. Und dieser liebevolle Gott, er will, dass du selig sollst werden. Aber fürchte dich, diesen Gott zu betrieben. Fürchte dich, diesen Gott, ihr Lieben, etwas gegen seinen Willen zu tun, etwas zu tun gegen sein Wort, ihr Lieben. Das sollte unsere Furcht tagtäglich sein, unseren allmächtigen Schöpfer nicht zu betrieben. Weißt du, und das ist wirklich nur aus Gnade können wir das tun, dass wir ihn nicht betrieben. Paulus schreibt zu den Korinther im ersten Kapitel, er sagt, da ich zu euch, im ersten Brief, im zweiten Kapitel fängt er an, da ich zu euch kam, kam ich nicht mit hoher Weisheit, sondern ich kam mit Furcht und Zittern, euch dieses Wort zu bringen. Wisst ihr, Lieben, es ist eine große Verantwortung, auch dieses Wort weiterzugeben. Wisst ihr, man steht und bittet, Herr, schenke doch dein Wort, salbe du es, dass dieses Wort auch ankommen möchte. Schwester, wisst ihr, wenn man dieses Wort
bringt. Man will doch, dass das Wort angenommen wird. Es ist doch das Zweck oder es ist doch Gottes Wille, dass dieses Wort angenommen möchte und dass ich mit diesem Wort, ihr Lieben, doch möchte wirklich mit Furcht und Zittern dieses Wort, ihr Lieben, zu betrachten und immer wieder um Herr, was willst du zu mir durch dein Wort sagen? Durch dieses Wort, ihr Lieben. Und darum spricht schon Apostel Paulus in Epheser Kapitel 5. Er sagt, seid untereinander untertan, wie in der Furcht Gottes. Weißt du, in der Furcht Gottes. Und wenn diese Furcht Gottes im Herzen ist, ihr Lieben, dann wirst du wirklich achten auf dieses Wort, wirst du achten auf diese mahnende Stimme Gottes, das Gott dir führen will. In Offenbarung, ein Wort im 16. Kapitel, der 15. Vers, hier heißt es, siehe, ich komme wie ein Dieb. Selig ist der, der da wacht und hält seine Kleider, dass er nicht bloß wandele und dass man nicht sehe seine Schande. Ihr Lieben, wir sehen, Paul oder Johannes schreibt hier, oder zu Johannes wurde gesagt, siehe, ich komme wie ein Dieb und was selig ist der, der da wacht. Du weißt, Geschwister, das ist wieder ein nächster Schritt, weißt du, wachen und beten zu sein. Weißt du, wenn wir selig haben wir betrachtet, wärst du, wenn du eingehst durch die enge Pforte. Aber das in Wort heißt das, dass nicht der Anfänger wird gekränkt. Oder besser, ich sage es mit meinen, nicht der Anfänger wird selig, sondern der bis ans Ende ausharrt, der wird selig werden. Und darum heißt das, dass ich komme wie ein Dieb. Selig ist der, der da wacht. Weißt du, und Jesus schildert dieses Gleichnis von einem Hausherr. Er sagt, selig ist der Knecht, wenn sein Herr kommet und was und ihm wachend findet. Da liegt die Seligkeit, ihr Lieben, wenn wir wachen. Und Jesus musste einst den Jüngern sagen, wachet und betet, dass ihr nicht in die Anfechtung fallet. Und das ist, ihr Lieben, so wichtig, wenn ich durch diese enge Pforte eingegangen ist, denn ist der nächste Schritt, dieses Wort zu erfüllen. Der nächste Schritt, wandeln in die Furcht Gottes und weiter wachend und betend sein. Lieben, wenn wachend und betend du bist, dann wärst du wirklich, dann kann der Feind dir nicht von diesen Wege, dann kann er diese Seligkeit dir nicht rauben, weil du auf der Wache bist. Wir sehen ein Gleichnis, sagte Jesus, da die Leute schliefen, kam der Feind. Und was macht er? Er säte Unkraut unter den Weizen. Weißt du, die schlimmste Zeit, wenn wir Christen schläfrig werden, wenn wir einschlafen, wenn wir nicht wachend sind, dann kommt der Feind und dann nimmt er uns diese Seligkeit, denn raubt er diese Seligkeit, das ist sein Zweck, diese Seligkeit von dir und von mir zu rauben, Lieben, und darum wachet und betet, sagt der Jesus, dass ihr nicht in die Anfechtung, er sagt, damit eure Kleider, ihr Lieben, nicht besudelt, damit ihr nicht bloß einsteht, wird am Ende, wenn er kommen wird. Lieben, weißt du, es zählt nicht, wie viele Jahre ich als Christ bin, aber es zählt eins, habe ich diese Seligkeit, die mir anvertraut ist, bewahrt? Habe ich es bewahrt bis auf den heutigen Tag, ihr Lieben? Das ist doch wichtig. Und Paulus sagte, er mahnte, solange es heißt, alle Tage, ihr Lieben, dass wir diese Seligkeit nicht versäumen. Und der sie noch nicht hat, der kann durch diese Pforte eingehen. Auch heute steht Jesus noch. Doch er öffnet diese Tür und er mahnt und ruft jeden, kommet alle, sagt er,
Alle ohne Ausnahme, alle, die mühselig und beladen, ich will euch erquicken, lieben, und lasst uns immer wieder umkommen zu diesem Thron Gottes, wachend und beten sein, dass wir doch nicht zu kurz eins kommen möchten. Ich lese noch eine Schriftstelle und damit will ich auch schließen, ihr Lieben. In Matthäus Kapitel 24. Vers 12 und 13. Und dieweil die Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharren wird bis ans Ende, der wird selig werden. Lieben, Jesus spricht hier von dem Ende der Zeit, von seinem Kommen, das Gericht zu halten auf Erden. Und er spricht, was doch in der letzten Zeit sein wird. Lieben, die Liebe in vielen Herzen erkalten. Und weißt du, wenn diese Liebe erkaltet ist in deinem Herzen, dann wirst du nicht selig werden. Lieben, dann wirst du eins vor dem Tor stehen und du wirst nicht können hineingehen, weil diese Liebe, weißt du, und Paulus sagt, dass diese Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Und Gott will, dass diese Liebe brennen sein möchte in uns. Und dann der letzte Wort hier sagt er, wer aber beharret bis ans Ende, der wird selig. Da ist der Stempel draufgestellt. Wer beharret bis ans Ende, ihr Lieben, wer Gott treu bleibt, auch in diese schwierigen Zeiten, vielleicht so manche Versuchungen, manche Kämpfe, die wir haben, durchzugehen in diesem Leben. Aber wer beharret, weißt du, nur der beharret, der wird selig. Nicht der da weichen, sondern Paulus sagte, der da weichen, an den hat Gott kein Wohlgefallen. Und geht weiter und sagte, wir sind aber nicht von denen, die da weichen. Wir sind ja von denen, die beharren bis ans Ende. Die diese Seligkeit, ihr Lieben, bewahren werden bis ans Ende. Und das ist wichtig, Geschwister, das wünsche ich uns allen, dass wir beharren bis ans Ende. Wisst ihr, das Wort sagt, und der Herr, Paul Petrus spricht und sagt, der Herr hat Geduld und darum verzieht er mit sein Kommen. Aber er sagt, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Und wer beharret, wer wachen wird, der wird eins selig werden. Gott möchte uns alle, ihr Lieben, dir und mir Mut und Freudigkeit schenken, dass wir diese Frage, ihr Lieben, wer wird selig, nicht stellen, wärst du, wär ich. Nein, ihr Lieben, jeder für sich. Ein Liederdichter 440, wir singen, da heißt es, wer wird als Sieger am Perlentor? Werd ich, werdst du. Wer wird gekrönt von diesem König? Wärst du, werd ich. Und so weiter, in diesem stellt er diese Frage. Und ich wünsche, Geschwister, dass auch ich und du eins sein möchtest von denen, die da selig werden. Dass auch in dieser Zeit Gott möchte uns jedem so viel Gnade, Kraft verleihen. Lieben, es lohnt sich wirklich allen Fleiß anwendig. Es lohnt sich, diesen Kampf zu kämpfen, damit einst diese Krone der Gerechtigkeit möchte uns dargereicht. Und Gott segne uns jedem. Amen.